bin Stefan Fichtner und ich arbeite hier am Planetarium Hamburg und mache hier Marketing und Pressearbeit. Hier auf dem Überseeboulevard zeigen wir jetzt 50 großformatige Bilder der ESO. ESO steht für Europäische Südsternwarte. Die ESO wird 50 Jahre alt dieses Jahr, genau am 5.10. ist es soweit. Die Idee, das hier zu machen, entwickelte sich eigentlich durch ein Gespräch mit Frau Brodersen vom Überseequartier. Wir haben uns eigentlich gedacht, dass wir den Kosmos nicht nur im Planetarium zeigen wollen, sondern dass wir ihn auch hier zeigen wollen. Einige Tafeln zeigen zum Beispiel die Erde mit ihrem Wasser. Und was liegt näher, die kosmische Geschichte des Wassers auch hier im Überseeboulevard zu zeigen, wo das Wasser quasi vor der Haustür liegt. Wir haben noch etwas ganz Besonderes mitgebracht, was wir zum ersten Mal einsetzen. Das ist unser Klima-Iglu, ein mobiles Planetarium, das wir überall hinschicken können. Ja, im Klima-Iglu können wir im Grunde alle die Shows zeigen, die wir auch im Planetarium sehen. Nur, dass wir den Vorteil haben, dass wir zu den Leuten gehen und die Leute nicht zu uns kommen müssen. Ausgesprungen schön und vielfältig. Ganz anders, als ich sie jemals gesehen habe. Faszinierend, das ist sehr interessant. Ich finde sie sehr beeindruckend. Ich finde Ausstellungen im Außenraum sowieso viel schöner zum Teil, als in Innenräumen zu sein, weil man auch viel mehr Atmosphäre von der Stadt mitbekommt. Wenn hier regelmäßig Ausstellungen wären, würde ich, glaube ich, des Öfteren extra hierher fahren. Das gefällt mir sehr gut. Die Ausstellung läuft bis zum 15. November, das heißt also bis fast kurz bevor hier der Weihnachtsmarkt dann startet, kann man diese astronomischen Motive auf dem Überseeboulevard sehen.